Profiler, der Podcast, wo man Menschen liest. Mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler und lese Menschen. Herzlich willkommen am Podcast Swiss Profiler, wo wir Menschen lesen. Wunderbar, dass du heute bei dieser Episode dabei bist. Und ich habe was ganz Spannendes für dich parat, denn ich durfte letzte Tage, Woche spannende Erfahrungen machen, weil ich die mit dir heute teile. Und es geht darum, warum Führungskräfte ihre Erfolge nicht teilen können, werden, tun. Und da möchte ich auch gerne reingehen, damit man sieht, welche die größten Fehler sind, warum Erfolge nicht geteilt werden von Führungskräften, was danach eben passiert. Und ich hoffe, ich habe hier alles richtig eingestellt mit meinem Mikrofon, dass mich auch klar und deutlich ist. Hier im Hinterteil habe ich, bin live hier in meinem Videostudio, wo ich doch die kommenden Session für die Profiler Masterclass immer wieder aufnehme, damit du die 12-Wochen-Programm auch spannend und viel Content bekommst und eben, dass du auch lernst, die Grundlage des Menschen zu lesen. Da siehst du gerade das Military Profiling, was dabei zu beachten ist, wichtig ist, wie es überhaupt geht. Gut, heute im Podcast ist, ich durfte vor ein paar Tagen bei einer Firma dabei sein, die haben sagen und schreiben, dass der Erfolg ihrer Karriere erlebt. Die haben so viel Geld eingenommen, wie noch nie zuvor. Und wie geht man jetzt mit so einem Erfolg um? Und das war echt spannend. Diese Situation von dieser Firma war das so, man hat danach einen kleinen Abbruch gemacht für die ganze Belegschaft, für die Menschen, die da waren. Und that's it, das war's. Und es ist echt auch spannend zu schauen, wie die Leute damit umgegangen sind. Das möchte ich dir heute ein bisschen erzählen, damit man siehst, wo du da stehst. Vielleicht hast du das auch schon gemacht. Und als Führungskraft ist es folgendermaßen. Du hast einen Erfolg gemacht, den es noch nie gab, in einer Firma. Das ist schon einmal ein Riesenkick, dass du das bis Ende letztes Jahres erreicht hattest. Wir haben jetzt Januar. Und jetzt, wie geht man mit so einem Erfolg um? Ich weiß, und das weiß übrigens jeder, du als CEO, du als Führungskraft oder auch wenn du in der Teppichetage bist, sage ich jetzt mal, zum Management gehörst, dann hast du einen fetten Bonus bekommen. Wenn du so einen riesen Erfolg hast, den teilt man sich unter der Führungskraft, das ist ganz klar, das war viel früher beim Militär, wo das hieß, stufengerecht die Kommunikation nach oben, bitte alle Informationen nach unten, nur Wissen, wenn notwendig. Das ist kein Witz, das wird so gemacht und es ist auch so, dass man das auch im privaten Umfeld anscheinend eben auch tut. Und das ist ein bisschen traurig zu sehen, dass es so ist, aber ich erzähle dir jetzt mal, wie die Geschichte weiterging. Denn im Apero war spannend zu schauen, welche Menschen hier, wie sie sich beobachtet fühlen. Die meisten hatten Freude, das war ein riesen emotionaler Bereich, wo die Menschen nachgesehen haben, wow, wir haben was erreicht, wo noch niemand vor uns erreicht hat, so toll und man sieht sich, man hat High Five gemacht in dem Apero und hat sich ausgetauscht, wunderbar, die Leute waren noch wie geflasht, du bist dann so in einer Blase drin, die nur lila farben ist. Und übrigens fühlt sich das gleich an. Vielleicht magst du dich noch erinnern, als du das letzte Mal oder das erste Mal überhaupt mal verliebt hast. Das ist überall das Gleiche. Deine Glückshormone, Euphorie und alles sind ausgeschüttet und der Mensch funktioniert immer gleich. Die sind da voll aktiv. Deine Sinne strahlen nach außen und sind voll von Reiz überflutet und ihr könnt es richtig genießen. Du kannst in diesem Apero vielleicht auch ein, zwei Bierchen mehr trinken als sonst. Man hat noch ein bisschen Chips gegeben und was auch immer. War alles toll und gut und war echt spannend zu schauen, die Leute das Funkeln in den Augen und und. Und dann hat dann ein Thema gesagt, na, was gibt's denn jetzt weiter? Was gibt's denn jetzt weiter? Wie geht's weiter? Und sage und schreibe wurden dann auch schon kurz danach die nächsten Ziele herausgegeben, wo es dann neu hingeht. In der Regel ist es ja so, wenn man mal ein Ziel erreicht hat, kommt das nächste. Das ist immer größer als das, was du gemacht hast. Und wenn du jetzt verstehst, du hast so einen riesen Umsatz gemacht, wo es noch nie eine Firma gab, dann hast du, es geht vielleicht schon noch jetzt mal ein, zwei Jahre, aber eigentlich hast du den Zenit erreicht. Eigentlich könnte man jetzt mal denken, ja, man könnte jetzt mal ändern, anders vorgehen, sich neu strukturieren, neue Bereiche zu erforschen, aber das ging da nicht. Die haben einfach alte Ziele hochgehoben, ein bisschen hochgeschraubt die Zahlen und zack, boom, raus. Den Leuten war da noch gar nicht bewusst, der Belegschaft, dass das Management bereits schon ihre Bonusfett abkassiert haben und sie jetzt ein Bierchen und Chips essen. Und das war's. That's it. Gibt nicht mehr.
Und wie lange meint ihr, wird das gut gehen? Wie lange meint ihr, geht das voran? Ich kann dir jetzt mal einen Führungsstil erzählen, welchen ich von früher gekannt habe. Man kann die Leute sehr straff führen. Man kann sie auch an der kurzen Leine halten. Das bedeutet wenig Schlaf, wenig Essen, aber immer mehr Leistung zu geben, um mal zu schauen, wie weit ein Mensch überhaupt gehen kann, an das Limit jeder einzelnen Menschenzelle heranzuführen. Das ist eine schöne Erfahrung. Für mich war das gigantisch cool, mal zu sehen, wie weit kannst du gehen, wie weit kann ein Mensch überhaupt gehen. Und das kannst du, und das habe ich gemacht, einige Male, Jahre, und immer geschaut, ja, bis da ging's und dann ist Schluss. Also ich weiß zum Beispiel auch, welche Höhe ich wie lang laufen kann, mit welcher Bepackung, wie weit ich gehen kann, bei welchen Temperaturen, wie ich ausgerüstet werden darf, muss, von der Schuhkonform und, das habe ich x-fach gemacht. Wenigste Menschen kennen das von sich selbst. Einfach so, dass man weiß, wie man da geht. Und das ist spannend. Das braucht aber einen klaren Rahmen. Die mit mir eine Probe einer Masterclass sind, die wissen, was das bedeutet. Braucht einen klaren Rahmen mit Struktur und dass man auch jemand etwas passiert, dass man da helfen kann. Das ist super wichtig. Meistens Fälle in der Privatwirtschaft gibt es das nicht. Und da kann man weit gehen. Und das ist wichtig zu schauen. Die Menschen, die sich darin wohlfühlen, werden da bleiben. Die Menschen, die merken, sie haben keine andere Lösung, die werden da bleiben. Menschen, die klar genug sind, merken, das ist gut genug für mich, ich habe viel erlernt, die gehen dann weg. Viele Menschen, die dann da weggehen, sind eben die guten Menschen, die Menschen, die die Einstellung richtig haben, wo die ich als Firma weitergebracht haben und die ich für Neues gebracht habe. Die werden weggehen, der Rest bleibt. Das bedeutet, dein Zenit hast du jetzt mit diese Technik erreicht, du kannst nicht mehr weitergehen, du musst sonst sehr teuer einkaufen. Das bedeutet auch, wenn du es einkaufst, wird das nicht mit deiner Belegschaft kohärent sein, weil man da Beziehungen pflegen muss und dass man da auch besser umgeht. Das ist so das Spannende, wenn das passiert. Somit, wenn das alles mal so nicht stimmt, wie es gesagt hast, der Rahmen nicht ist, dann hast du bereits schon dein eigenes Grab geschaufelt. Du bist als Führungskraft hier tot. Das wird da keine weiteren Folgen geben. Du wirst vielleicht noch 1-2 Jahre Erfolge erzielen. Das ist einfach, weil die Ressourcen von den letzten Jahren da sind. Die kannst du einfach abrufen. Was Neues wird es nicht geben. Es kann gar nicht. Und das ist ganz normal. Und das ist der Erlös, nur weil man die Erfolg nicht teilt. Und das tönt jetzt so plausibel, wie es ist. Nur weil du keine Party geschmissen hast, die affengeil ist, die alle die Ohren geflattert haben, sicher 3 Tage lang Durchparty gemacht hast, nur wegen dem ist das jetzt so. Ja, der Erfolg, wenn du den teilst, kann das wunderbar sein. Übrigens, ich kenne das von vielen Menschen, die in die Selbstständigung gehen, ganz am Anfang, die machen alles selber. Und ja, nichts abgeben, das kostet und überhaupt, das ist sehr effizient am Anfang, das braucht es ja auch, aber dann, sobald du größer wirst, musst du es teilen, musst du mehr Leute an dich nehmen und mit dir in die Umsetzung kommen. Das ist echt wichtig. Ich komme jetzt noch einmal auf diese Firma zurück. Warum passiert das? Die Führungskraft, kann ich jetzt schon sagen, das ist grundsätzlich eigentlich eine Person, die ihren Fokus auf den falschen Punkt gesetzt hat. Die hat natürlich jetzt ihre neuen Ziele bekommen, die bekommt natürlich auch Angst, die bekommt auch Panik. Schaffen wir das nicht? Das Erste, was sie jetzt tut, ich streiche überall die flüssigen Mittel, die rausgehen. Darum ist der Apero so kurz ausgefallen. Ich schaue mal, das ist jetzt kein Witz, wo wir begünstigtes Papier für den Druck einkaufen, wo wir unsere Softwareprogramme günstig bekommen, wo wir alles marketingmäßig fahren wir jetzt zurück. Also das bedeutet, all das, wo sie nach außen eigentlich strahlen könnte, wird jetzt gekürzt. Was denkt ihr, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, das kann eine Lösung sein, ist jetzt aber nicht so optimal. Und der Rest, eigentlich müsste man jetzt so machen, wenn man das schon streicht, würde ich jetzt vorangehen und sagen, wisst ihr was, um das zu erreichen, werde ich jetzt meinen Bonus ablehnen, ich werde meinen Lohn kürzen, ich als Chef zeige das voran. Was habt ihr das Gefühl, wie viele Menschen würden da mitziehen? Sehr viele, weil sie dich als Ideal und Vision sehen. Aber das ist bei dieser Firma nicht der Fall. Und damit kürzt man das alles und ich als Angestellter muss sagen, was ist denn da los? Sie haben noch so toll gearbeitet. Die vielen Überstunden, die ich hier geleistet habe, das war doch gewaltig. Wird das nicht gutiert? Nein, das wird sogar noch bestraft. Das geht in die Selbstkasteiung rein.
Das ist nur, weil man Angst hat. Man hat jetzt Angst, was falsch zu machen und kürzt alle Mittel. Das ist der erste Schritt, wo man auch schon merkt, dass hier was falsch gemacht wurde, nur weil man in die Angst geht. Das ist immer spannend zu beobachten, zu sehen. Und mittlerweile, nach ein paar Tagen später, Wochen später, höre ich auch schon die ersten Stimmen. Warum haben wir keine größere Party gemacht? Was ist denn jetzt mit dem Erfolg? Wieso müssen wir jetzt noch mehr arbeiten als das letzte Jahr? Irgendwie stimmt das nicht. Und die Stimmung wird immer schlechter und man denkt auch schon an eine Kündigung oder möchte man denken, schaut sich mal ein bisschen rum, was gibt es sonst noch für Firmen? Weil das Gerede geht jetzt so richtig los. Das sind dann wie Hyänen, die kommen. Diese Chefperson möchte ich langsam dann nicht mehr sein. Da fühlt man sich richtig ungewollt. Die ersten werden wahrscheinlich auch schon an dem Stuhl sagen. Und aber das Spannende war, der Austausch mit der Führungsperson, die war wirklich hilflos. Hilflos, wie geht das, wie komme ich damit klar? Hatte auch diese Woche einen Anruf von einem Führungsperson, der hat gesagt, Alex, ich suche einen Profiler, kannst du mir helfen? Ja, logisch. Was möchtest du gerne haben? Weißt du, ich bin jetzt bei einer neuen Stelle und habe Führungsgewalt, also Führungskraft und habe keine Leitplanken. Ich weiß nicht genau, was ich tun kann. Er ist komplett überfordert gewesen. Genau das Gleiche auch hier. Konnte die Erfolge dann nicht teilen und hat jetzt eine neue Position bekommen mit keinem klaren Ziel, wo es hingeht. Die Menschen wissen nicht, wie sie da sich planen müssen. Das bedeutet komplette Überforderung an Führungsqualität und man weiß nicht, wo man sich gestalten darf. Das gibt so viele Menschen, die das nicht wissen. Und übrigens, man kann es auch nicht in anzweifeln. Man hat es wie ihm nie gelernt, damit umzugehen oder einfach was zu lernen. Also der erste Sache ist, ich habe mal einen Spruch gehört, Alex, erfolgreich werden wir nicht alleine. Das war echt spannend. Einstein nach mir sagt, ja stimmt. Wichtig ist, erfolgreich, das müssen wir teilen. Um eine gewisse Größe zu bekommen als Mensch, braucht man Hilfe. Wie viele von euch wissen überhaupt, wie man richtig atmet? Aha. Mit der Atmung kann man sich resetten, man kann schauen, dass die Atmung, dass der Sauerstoff schneller, direkter in die Blutbahn gelangt und auch die Zellen gereinigt werden. Ich habe da eine spannende Technik, welche ich immer wieder mit Menschen anwende, die kalte Füße haben, kalte Arme haben. Nach richtig atmen, das geht nicht lang, das kannst du jetzt ein-, zweimal machen, haben die Menschen warme Hände, also sie haben einen Kribbel gespürt und gesagt, wow, was ist da? Ich fühle meine Hände wieder. Die sind, ja, und dann war es richtig unangenehm. Oh, was geht da los? Was kann ich da? Und so haben wir gemerkt, die Exkremente, also die Körperteile, das Exkremente ist was anderes, Entschuldigung, die Körperteile konnte man wieder beleben. Das geht. Und das übrigens nur mit der Atmung. Wie viele von euch wissen, wie man atmet? Ich habe danach gesehen, das lernt man nicht in der Schule. Die wenigsten Eltern wissen das. Also muss man hier auch jemanden finden, der dich da begleitet. Nehmen wir mal einen Schluck Kaffee. Bis gerade morgen. Ich habe gedacht, heute nehme ich gleich diesen Podcast auf, weil es mich inspiriert hat, diese Erlebnisse gleich mit euch zu teilen, damit ihr mal ein bisschen seht, wo ich als Profiler unterwegs bin. Übrigens, ich habe jetzt eine riesen Firma, die ich mich angefragt habe, welche ich Manager coachen darf. Das freue ich mich echt. Das ist eine Schweiz, ich weiß gar nicht, ob es eine Schweizer Firma ist, aber es ist echt groß, hat so drei Buchstaben, ein A und dann zwei Bs, mit roter Schrift. Und es ist echt spannend, das hier zu machen. Gut, gehen wir zurück. Wenn wir merken jetzt, dass wir auch gezielt Informationen holen können und danach erfolgreich werden oder Schritt für Schritt Anleitung bekommen, dass wir das auch umsetzen können, dann wird es echt spannend. Dann wird man auch sehen, ich darf wirklich Leute einstellen, ich darf auch verantwortlich an Menschen geben, nicht verantwortlich abgeben, sondern verantwortlich an Menschen geben. Das ist komplett was anderes, dass sie auch wertgeschätzt werden, weiterkommen. Ich als Alex finde es eigentlich sehr traurig, wenn man die Erfolge nicht teilt, weil erfolgreich werden wir echt nicht alleine und deine Konsistenz des Körpers, die möchte auch eine Bestätigung bekommen, dass ihr weitergeht. Wenn ihr es so macht, wie ich das vorhin bei der Firma gesagt habe, wo es den Apero gab, da bestrafst du deinen Körper selbst und der sagt, ich habe doch was gut gemacht, aber du gibst ihm nicht, was er erwartet hat. Das ist übrigens beim Körper rein ein Gefühl. Kannst es nicht abholen, dann wird er in den Kriegsmodus gehen, sage ich jetzt mal, und wird sich zurückziehen. Und jedes Mal, wenn du das erfolgreich wirst,
werden könntest, sagt er, nein, das erlauben wir uns nicht, das dürfen wir nicht, dann wirst du wieder verlieren. Das ist so das Gesetz des Körpers, Gesetz der Anziehung, sagen viele Menschen, das Gesetz der Energie. Eigentlich ist es salopp, hör doch einfach mal auf deinen Körper und setz das bitte um, dann hast du das auch. Aber wir dürfen das halt viel von unserer Einstellung, von unserer Erziehung, von unserer Erfahrung, von unserer persönlichen Einstellung, wie wir als Mensch leben dürfen. Das haben wir so einmal sankt durch sankt in den Stein gemeißelt und das spulen die meisten Menschen ab. Das ist so wie eine Rolle. Brumm, jeden Morgen das Gleiche. Und ab und zu kommt mal ein Tag, wo es anders ist, eben jetzt erfolgreich. Diese Firma wusste schon, dass sie erfolgreich sind auf Kurs, aber sie ist so erfolgreich geworden. Sie war wie so, zack, so klatscht da und jetzt. Das ist eigentlich ein Test, wie gehst du jetzt damit um? Wie viele Führungskräfte kennst du, die mit solchen Erfolgen dann gestresst sind, nicht umgehen können? Und genau das ist ja ein Beispiel, welches ich dir nenne, eines der größten Fehler, die eben Führungskräfte machen, wenn sie die Erfolge nicht teilen. Also teilen verstehe ich dann angemessen, nicht einfach du nimmst ein paar hundert Millionen ein und dann gibt es ein Apero mit Chips. Bitte angemessen. Es kann ja, es muss nicht immer in Geld sein, auf das macht eine Party. Emotionen müssen wir hier teilen. Die emotionale Intelligenz muss jetzt abgerufen werden, nicht einfach den rationalen Bereich. Das haben wir in dem Mensch, wir sind auf einem Teil rational und auf einem Teil emotional. Und wie das geht, das habe ich dann diese Führungskraft erzählt und dann passierte was Spannendes. Die hat sich in Tränen aufgelöst und gesagt, nee, jetzt hat sie alles falsch gemacht. Und sie hat sich in diesem Moment so schlecht gemacht und gesagt, du musst dich jetzt nicht schlecht machen. Ich habe dir einfach gesagt, was jetzt passiert. Du hast jetzt die Entscheidung zu entscheiden, was du tun willst. Ist doch toll. Du hast jetzt das Wissen angeeignet, wo du jetzt in dieser Situation brauchst. Setz doch um, wie du es umsetzt. Ist jetzt wieder in deiner Entscheidung. Du kannst das machen, dass du in die Glücksspirale kommst, sondern in die Negativspirale. That's your choice. Nimm, was für dich angemessen ist. Sie ist immer noch im Überlegen. Ja, wichtig ist, dass du dann sofort in die Entscheidung gehst und umsetzt. Das ist toll, das ist echt spannend. Ich durfte diese Woche habe ich von vielen meinen Coaching das Flipchart gestaltet, wie du dich in 5 Minuten auf jede Entscheidung entscheiden kannst. Das war echt spannend. Aber viele haben gesagt, nee, das geht ja nicht. Und das habe ich dann auch diesem Manager gezeigt. Und das geht. Mit jeder Entscheidung kannst du umgehen. Ich sage dir jetzt mal etwas. Einfach, das sind nur Worte. Alex, das bin ich, du kannst auch deinen Namen nehmen. Also Alex, oder du isst ein Hummer. Du isst jetzt ein Hummer. Alex isst ein Hummer. Das ist der eine. Jetzt kommt das andere. Der Hummer isst Alex. Wow, nee, das geht ja nicht, sage ich sofort. Was? Ich habe jetzt ein Bild, der Hummer verspeist mich. Stell dir mal vor, was hast du das für ein Bild? So riesen Klauen, die da kommen und zack, 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 zack. Ja, und dann isst er mich. Wow, kann ich mir nicht vorstellen. Möchte ich mir auch nicht vorstellen. Kann ich mir, aber ich habe es jetzt sofort im Bild. Du hast es wahrscheinlich auch im Bild im Kopf. Aber wenn ich jetzt das wieder umdrehe und sage, ich, Alex, ich esse den Hummer, das ist ja normal. Geh ins Restaurant, Tisch, Hummer. Okay. Aber in der Position des Hummers findet das der Hummer sicher nicht toll. Übrigens, das sind jetzt einfach rapide Worte. Das, egal wie man es setzt, das sind immer die gleichen Worte. Alex ist Hummer, Hummer ist Alex. Aber, und das ist alles rational. Wenn du Worte erzählst, ist das alles rational. Und jetzt, wenn du es emotional anschaust, dann bekommst du die Bilder und sagst, nee, das geht gar nicht und überhaupt, nee, wenn der jetzt mich isst, hallo, was ist überhaupt los? Ja, dann ist das. Und du siehst, Worte lösen in einem Körper extreme Situationen aus. Und das ist so eins. Wie du damit umgehst, ist deine Entscheidung. Aber einfach, das kann man mit einem Mindset-Training verändern. Und du wirst merken, Worte erzeugen Gefühle, auch umgekehrt, aber es muss nicht immer so sein. Aber als Führungsperson muss man zum Teil hinstehen, Worte wählen, welche einschneiden sind. Du weißt ganz klar, es gibt emotionale Aufrüttelung, aber für das, wenn du es ja weißt, kannst du es also vorsorgen. Führungsperson bedeutet Planung, kannst du es weitergeben. Die wenigsten tun das leider und dann bekommen die Menschen, wenn du jetzt plötzlich sagst, der Hummer ist dich, dann bekommen die einen Aufruhr.
Das ist spannend zu sehen. Und das sind einfache Worte, wo in Menschen was auslösen. Und das ist auch beim Apero. Wir haben 200 Millionen umgesetzt. Jetzt gibt es ein Apero für 2000 Euro, sage ich jetzt mal, Belegschaft müssen. Das ist ja, hallo, das ist ja kein Vergleich. Aber es sind einfach Zahlen. Ja, Zahlen, zack, zack, bum, bum. Aber in Menschen löst es was aus. Die sehen das ja, die haben ja Bestandteile in der Hand gehabt, um das umzusetzen. Und die dürfen auch ein bisschen was mehr erwarten. Man könnte jetzt auch sagen, ich habe jetzt eine Woche mehr Ferien bekommen und jeder von euch bekommt noch zusätzlich eine Ausbildung bezüglich Mindset-Training, wie wir mit Erfolg umgehen. Würde dem CEO auch super gut tun. Und das spendieren wir euch. Und wir haben zusätzlich noch, weil wir im Ausland noch Geschäfte haben, könnt ihr jetzt auch, wenn ihr wollt, mal 2-3 Wochen woanders arbeiten und einfach ein bisschen fancy Sachen machen, wo eben auch für die Belegschaft ist. Und übrigens, jedes Team bekommt noch zusätzlich Geld, Kredit, um ein Adventure-Weekend zu gestalten. Und für das kannst du, wenn du 200 Millionen mal einnimmst, locker 10 Millionen ausgeben. Dann gibst du das Teil weiter, der Rest ist immer noch da. Einfach, dass man die Relation ein bisschen versteht, ist ja immer noch wenig, wenn du 200 Millionen einnimmst und dann 10 Millionen an die Belegschaft für ein bisschen Spielerei gibst. Ja, aber die haben das Gefühl, dass sie voll involviert sind und das darf man teilen. Gleiches mit Gleichem verteilen. Also wenn du Millionen einnimmst, dann gib bitte Millionen zurück an die Belegschaft, nicht ein paar Tausender. Das ist wichtig, dass man vom Gleichen redet und dass die Menschen das Gefühl haben, wow, wir haben das auch und können es umgehen. Das finde ich einen wichtigen Punkt, wo ich hier gerne mit euch teilen wollte. Hat wirklich eine spannende Woche und jetzt geht's weiter. Wie ist denn deine Woche? Was machst du so? Ich hoffe, du da draußen in Zukunft, dass du als Führungskraft jetzt mal überlegst, warum du deinen Erfolg nicht teilen kannst. Wo bist du da drin? Wo stehst du in deiner Entwicklung? Was möchtest du gerne Neues lernen? Vielleicht kann ich hier gerne begleiten und darfst dich gerne bei mir melden für ein kostenloses Erstgespräch, wo wir dann schauen, eine Strategie machen, wo wir dich hinbringen und wie wir das genau tun. Das sage ich dir dann Schritt für Schritt, wann wir es bekommen. Ein Teil davon, sie ist bereits hinter mir, das ist Online-Masterclass. Aber nächstes Jahr wird es dann den Online-Exzellenz-Kurs geben, der auch 12 Wochen geht. Sie ist hier jetzt viel in Planung, viel im Tun. Und ich finde es mega, mega. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich sage, ich nehme eine neue Woche auf, weil so gezielt, so detailliert auf Themen einzugehen, konnte ich noch nie. Ich habe jetzt wirklich Zeit, mir ein Thema vor Augen zu führen, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu erstellen, wie du da hinkommst. Ich finde das großartig. Ich konnte noch nie so viel Zeit investieren wie in ein Thema. In Seminaren, dass die Zeit vergeht immer so schnell und da kannst du nicht so viel Content reintun. Das ist echt nicht möglich. Aber bei den Videos, da geht, und da bin ich total begeistert, finde das mega und freue mich riesig, hier im Februar die ersten Menschen aufzunehmen und umzusetzen. Wenn du Interesse hast, melde dich einfach, dann kannst du sofort teilhaben. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, wenn du Führungskraft bist und selbstständig und sagst, also dein Erfolg kannst du jetzt auch teilen. Übrigens, Erfolg ist nicht immer finanziell. Erfolg ist auch, wenn du merkst, du konntest jetzt Aufträge an Land ziehen oder du bist ja jetzt, hast deinen Erfolg bereits, wenn du Immobilien gemietet hast oder wenn du einfach schon mal selbstständig bist und sagst, yes, jetzt beginne ich, das ist ein Erfolg und den darfst du bereits schon mit dir teilen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dein Alex Hurschler. Ich freue mich auf deine Bewertung auf iTunes, wenn du es magst und wenn du Freunde hast, darfst du den Podcast gerne teilen und begleiten und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, Alex, rede dich mal über folgendes Thema, wo deine Inspirationen sind, dann schreib mir das, kann ich das aufnehmen und gleich in meinem Podcast-Episode rein tun. Ich werde dich namentlich erwähnen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis bald, dein Alex Buschmann.